Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Robert the Reaper Whittaker trifft am 8. Juli 2023 bei der UFC 290 auf Dritus Dillnox Duplessis. Der Kampf findet in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada statt und Whittaker kann durch einen Sieg über Duplessis die Chance auf den für ihn lang ersehnten Trilogiekampf gegen Israel des Stylebender Adesanya bekommen. Auch laut Dana White ist für den Sieger der UFC 290 der Kampf gegen Adesanya sicher. Es wird also stark in Whittakers Interesse sein, gegen Duplessis eine heftige Performance abzuliefern, um sich für ein drittes Mal gegen Adesanya zu qualifizieren. Seine zwei Niederlagen gegen Adesanya erlitt Whittaker bei der UFC 243 via KO Punches und ein weiteres Mal bei der UFC 271 via Unanimous Decision. Eine Sache steht vorab schon fest, Robert Whittaker vs. Israel Adesanya 3 dürfte eines der größten UFC-Events des Jahres werden. Zu erwarten ist der Kampf gegen Adesanya für den Fall, dass Whittaker die UFC 290 erfolgreich verlässt, gegen Ende 2022 im Oktober, November oder Dezember in Sydney, Australien. Robert Whittaker steigt als Nummer 2 des Middleweight-Rankings ins Octagon, gegen Dritus Duplessis, der Nummer 6 belegt. Plessis führt seit seinem UFC-Debüt am 11. Oktober 2020 eine 5-Kämpfe-Winning-Streak, beeindruckende Siege über Marcus Perez, KO-Punches, Trevin Gills, KO-Punches, Brad Tavares, Unanimous Decision, Darren Till, Submission via Facecrank, Derek Brunson, TKO via Corner Stoppage am 4. Dezember 2023 bei der UFC 285. Obwohl Duplessis ein aufstrebendes Middleweight ist, gilt er als Underdog gegen Whittaker. Tapology predicted schwache 17%, Whittaker erhält 87%. Die Wertung wirkt mehr als realistisch, wenn man sich beide Fight Records nebeneinander stellt. Die Erfahrungen sprechen einfach für sich. Robert Whittakers Kampfbilanz beläuft sich auf 30 Kämpfe, davon 24 Siege, 19 UFC-Kämpfe, Duplessis 21 Kämpfe, allerdings hiervon bisher nur 5 UFC-Kämpfe. Der Druck bei der UFC 290 am 8. Juli wird deutlich stärker bei Duplessis zu spüren sein als bei Whittaker. Duplessis erwartet definitiv die Schwierigkeiten, mit Whittakers Pace mitzuhalten, genauso mit seiner außergewöhnlichen Schnelligkeit, die er perfekt nutzt, um nach vorn zu stürmen. Whittakers Sprünge nach vorne, seine Jabs, die er präzise aufbaut, werden Duplessis auf jeden Fall spüren lassen, dass Whittaker ein enorm schwieriger Gegner auf Distanz ist. Insgesamt muss aber gesagt werden, dass Whittaker mit Vorsicht an Duplessis ran muss, der von Mal zu Mal Verbesserungen bringt und das im Stand und im Bodenkampf. Böse, unerwartete Überraschungen sind also nicht auszuschließen. Facts: Robert Whittaker Reach 185 cm, Körpergröße 1,80 m, Alter 32, Dritus Duplessis Reach 190 cm, Körpergröße 1,83 m, Alter 29. Robert Whittakers Stärken bzw. Vorteile: Pace, Jabs, Erfahrung, Boxen. Dritus Duplessis Stärken bzw. Vorteile: Pace, sehr hoher Fight IQ, Allrounder. Prediction: Obwohl Dritus Duplessis sich gerade auf dem Hype-Train befindet, seine bisherigen UFC-Gegner vernichtet hat und mit gutem Grund als das nächste Top-Mittelgewicht angesehen werden kann, sehe ich den Sieg bei Robert Whittaker via Unanimous Decision. Da 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 da! It's the motherfucking DOG!